Hallo und herzlich willkommen bei der Hobbyfamilie. Ja, vor ein paar Wochen habe ich euch hier meine Solaranlage auf dem Schuppendach gezeigt und das Video ist relativ gut angekommen. Ich habe viele E-Mail-Rückmeldungen bekommen mit Nachfragen, aber auch mit Verbesserungsvorschlägen. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, ich zeige euch auch mal unsere neue Überwachungskamera. Hat nämlich auch mit Solar, also mit Photovoltaik zu tun. Die ist komplett stromunabhängig. Die kann ich überall aufbauen, kann ans WLAN-Netz angeschlossen werden, ist per App steuerbar mit Nachtsicht und vielem drum und dran. Dazu aber gleich mehr. Wir gehen mal zusammen auf die Terrasse und da zeige ich euch mal, worum es hier geht. So, und da sind wir auch schon bei uns auf der Terrasse und es geht hier heute um diese Solarkamera, Überwachungskamera von K&F Concept. Und wir haben von K&F unter anderem hier auch für meine Vlogging-Kamera die Filteraufsätze vorne für das Objektiv und ein paar andere Sachen. Also auch da sind wir sehr zufrieden mit und deswegen habe ich gedacht, probiere ich die doch mal aus. Hier ist sie nun. Ich habe sie gestern schon mal ausgepackt, installiert und ausprobiert und das hat alles super funktioniert. Habe sie dann nochmal wieder abgenommen und will sie dann mit euch jetzt nochmal installieren und euch das alles zeigen. Die Kamera hat übrigens auch eine eigene App, weil darüber funktioniert sie nämlich hauptsächlich. Da kann ich von überall, wo ich bin, natürlich nur, wenn ich Internetempfang habe, auf das WLAN-Netz zu Hause zugreifen und diese Kamera steuern, überwachen und sogar mit einer Gegensprechanlage mit demjenigen darüber sprechen. Aber dazu gleich mehr. Mit dabei ist natürlich das Solarpanel mit 3 Meter Zuleitung. Ein Ladekabel, wenn ich es nicht über Solar aufladen möchte. Zum Beispiel ganz zum Anfang habe ich damit einmal aufgeladen. Das sind, glaube ich, 1,5 Meter. Dann eine Bedienungsanleitung und noch ein paar andere Sachen, die unwichtig sind. Ja, und dann hier nur noch das Befestigungsmaterial für die Solarplatte. Ja, wenn ich den Ständer fertig habe, dann ist eigentlich soweit auch schon alles erledigt. Hier ist noch ein bisschen Befestigungsmaterial mit dabei, Schrauben und Dübel, damit wir das dann an der Hauswand oder wo auch immer festmachen können. Und ja, als allererstes geht es natürlich darum, sich die App runterzuladen. Da gibt es dann auch in der Bedienungsleitung, die auch unter anderem auf Deutsch ist. Man merkt, dass die Übersetzung manchmal nicht hundertprozentig ist, aber trotzdem ist es eine sehr gute deutsche Bedienungsanleitung. Da gibt es einen QR-Code für diejenigen, die das abscannen wollen und dann kann man sofort die App runterladen. Gibt es für iOS und für Android. Und da kann man dann auch wirklich, auch auf Deutsch, richtig gut diesem Installationsvorgang folgen. Und das habe ich gestern Abend mal gemacht. Und nachdem ich dann die App runtergeladen habe, muss ich mich da mit meiner E-Mail-Adresse anmelden. Das geht relativ einfach, sollte man auch kennen, wie das funktioniert. Und dann bin ich auf diesem Startbildschirm, wo dann steht Gerät zufügen. Da klicke ich dann natürlich auf Gerät zufügen und dann sehe ich schon kabellose Kamera, das klicke ich an und dann kommt eine Erklärung nach der anderen, wie ich das installieren muss. Und dann findet er unter anderem auch direkt mein WLAN-Netzwerk und dort muss ich dann das Passwort eingeben. Ja, wenn ich dann das WLAN-Passwort eingegeben habe, dann klicke ich unten auf Weiter und dann heißt es, bitte bestätigen Sie erneut, dass das auch richtig ist, was Sie eingegeben haben. Das mache ich dann. Und dann soll ich mit einem QR-Code mit der Kamera abscannen. Und zwar nehme ich dann einfach die Kamera auf 25 cm Entfernung zum Handy und dann höre ich schon den Piepton von der Kamera, wenn sie dann den QR-Code erkannt hat. Und schon ist die Kamera automatisch auf dieses WLAN-Netzwerk eingeschaltet. Und dann braucht sie noch ein paar Sekunden und dann sehe ich auch schon mein Gerät, was ich dann auch noch umbenennen kann und dann auch zufügen kann, wo diese Kamera ist. Wenn ich das soweit fertig habe, dann gehe ich an den Ort mit der Kamera, mit der Überwachungskamera, wo ich sie installieren möchte, um zu gucken, ob sie auch ein ausreichendes WLAN-Signal hat. Und ich hatte gestern Abend das Pech, dass
an dem Schuppen, wo ich dann auch meine Solaranlage habe, weil ich von dort aus das Haus filmen kann und auch den gesamten Hinterhof drauf habe, dass dort leider das WLAN-Signal nicht mehr ausreicht. Das ist schon zu weit weg. Also habe ich mich dazu entschieden, dass ich es dann doch ans Haus ranmache und das Dach vorne unter den Dachvorsprung. Damit kann ich auch komplett die Tür überwachen, die gesamte Rückseite des Hauses und den ganzen Garten hinten. Ist also auch super und ich habe dort auch immer zwischen 70% und 100% WLAN-Verbindung. Also wirklich perfekt und ideal. Jetzt sind wir wieder auf der Rückseite vom Haus und das da oben ist der Ort meiner Wahl, wo ich diese Kamera festmachen möchte. Das heißt, da oben an die Seite wird sie festgemacht. Das mache ich jetzt auch mal eben schnell, damit sie dort wieder hängt. Und danach möchte ich dann das Solarpanel einmal um die Hausecke drumherum, weil dort Süden ist, das Panel in die Richtung ausrichten. Und dann wird das Ganze gleich mal angeschlossen. So, so schnell ist es installiert. Zwei Schrauben, fertig, aus. Die Antennen muss ich hier bei mir so ein bisschen abspreizen. Das ist aber überhaupt gar kein Problem. Dafür sind sie ja flexibel. Und jetzt machen wir nur noch das Solarpanel auf die andere Seite und verbinden das miteinander. Das Solarpanel wird dann hier unten einfach mit einem USB-C-Stecker reingesteckt und dann lädt auch schon die Kamera auf. Genau, jetzt machen wir das mal eben schnell. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist nicht ideal. Wie man sieht, hier oben ist es abgeschattet und es geht nicht wirklich vor die Dachrinne. Dafür ist einfach die Halterung zu kurz. Da bin ich am Überlegen, wenn das im Winter vielleicht dann wirklich Stromprobleme geben sollte, dann baue ich mir hier eine eigene Halterung, dass das ein bisschen weiter nach vorne steht und dann kann die Solarplatte hier direkt gen Himmel. So, jetzt im Sommer sollte das aber kein Problem darstellen. Und bevor wir jetzt gleich in die Details gehen, die ich euch noch erzählen will zu der Kamera, so sieht das Ganze jetzt da oben aus. Von der Seite kommt man an die Tür ran und von da kann ich dann hierüber alles genau beobachten. Und das will ich euch jetzt mal eben kurz zeigen. Und dazu nehme ich mein Handy und dann gucken wir mal da drauf, was jetzt zu sehen ist. Der Busch, das ist dieser hier, weil die Kamera natürlich jetzt geradeaus zeigt. Und die will ich jetzt mal ein bisschen ausrichten in die richtige Richtung und wir gucken mal, ob das alles funktioniert. So, dazu gehe ich mal hier die Leiter ein Stückchen hoch. Da sehe ich dann auch schon meinen Glatzkopf in der Kamera. Ja, und dann will ich euch mal eben kurz zeigen, wie das funktioniert, wenn man hier unten auf PTZ drückt. Da ist auch ein Steuerkreuz zu sehen. Da kann man dann die Kamera mit der App steuern, in welche Richtung man sie haben möchte. Also ich kann dann einmal in die falsche Richtung steuern. Da vorne haben wir unseren Kaninchen-Außenstall. Der bekommt noch ein größeres Gehege, aber da muss erstmal noch ein bisschen Rasen wieder wachsen. Und unsere Kinderschaukel ist da vorne zu sehen. Aber das ist ja die falsche Richtung, die wollen wir ja nicht. Hier ist auch meine Kamera in der Kamera zu sehen. Und dann gehen wir jetzt mal in die richtige Richtung und das wäre dann an mir vorbei. So, da vorne hin, da sieht man mein Stativ stehen, da vorne, und die Haustür und meine Solaranlage hinten auf dem Schuppen. Ich kann auch runter zu mir und natürlich auch nach oben wieder lenken. So, und dann richte ich die mal so aus, wie ich sie haben möchte. Und das wäre, denke ich mal, ungefähr so. Ja, das war der praktische Teil und das ging relativ schnell. Ihr habt es gesehen, die Einrichtung mit der App auf dem Handy und dann die Einrichtung der Kamera mit der App und mit dem WLAN-Netz waren 3 bis 4 Minuten. Natürlich habe ich mir gestern zuvor die Bedienungsanleitung durchgelesen. Also die Zeit muss man sich auch noch nehmen, damit man dann auch gleich das Prinzip versteht. Hier gibt es dann auch noch eine Quick-Anleitung, also eine Schnellanleitung, wenn man sich das dicke Heft nicht durchlesen möchte. Alles auf gut verständlichem Deutsch, also wirklich richtig gut gemacht.
nach der Installation der App und der Kamera mit dem WLAN-Netz habe ich dann auch gestern schon alles draußen festgeschraubt. Das sind insgesamt 5 Schrauben gewesen. Ich brauche noch nicht mal bohren und keine Dübel, weil ich bei mir hier so einen Holzüberstand am Dach habe. Insofern war es dann auch für mich noch ein bisschen einfacher. Aber auch das dauert in der Regel, wenn man sich Zeit lässt, nicht mehr als 10 bis 15 Minuten, würde ich jetzt mal behaupten. Dann kommen wir mal kurz so ein bisschen zur Theorie. Also wir haben hier eine solarbetriebene Überwachungskamera, das hatte ich ja schon gesagt, die ist komplett autark und kann in SD und in HD aufnehmen. Sie kann eine Micro-USB-Karte aufnehmen, so dass sie also auch, wenn mal kein WLAN-Netz vorhanden ist, trotzdem weiter funktioniert. Das heißt, sie speichert dann trotzdem auf der SD-Karte, wenn sich irgendwas bewegt hat, wenn dann doch ein Einbrecher da gewesen ist, aber euer WLAN-Netz ist ausgefallen, ihr habt keinen Alarm bekommen, ist es trotzdem registriert. Theoretisch 355 Grad, fast Rundumsicht, also fehlen 5 Grad, wo sie dann nicht rüber kann. In den meisten Fällen bringt man sie ja aber so an, dass man halt vielleicht 180 Grad abdecken kann oder so, ne? Sie hat einen PIR-Sensor, also für Bewegungserkennung. Das kann man auch in der App einschalten, ob man die Bewegungserkennung eingeschaltet haben möchte und mit welcher Intensität von 1 bis 10. Das kann man also alles auch so ein bisschen ausprobieren. Standardmäßig ist es auf 6 eingestellt und ich habe festgestellt, das ist auch eine ziemlich gute Einstellung. Sie hat Nachtsicht durch Infrarotsensoren, einmal in Schwarz-Weiß oder aber auch durch ihre 2 LED-Strahler, die eingebaut sind, auch in Farbe. Das kann man also auch alles in der App einstellen, ob man Farbnachtsicht oder Schwarz-Weiß-Nachtsicht haben will. Klar, bei Farbnachtsicht, wenn dann die LED-Strahler angehen, dann ist derjenige natürlich auch automatisch erwischt worden, weil er ja mitbekommt, dass das Licht angegangen ist. Ebenso sind diese LED-Strahler auch für Alarm. Also man kann damit auch einen Alarm auslösen lassen, dass der Einbrecher also gar nicht erst versucht reinzukommen, sondern sich ertappt fühlt. Das kann man dann nur mit Licht als Alarm machen, auf Bewegungsmeldung, nur mit Ton oder beides sogar. Dann kommt der Alarmton mit den Blitzern zusammen und das sollte eigentlich so ziemlich jeden auch verschrecken. Zumal ihr auch gleichzeitig auf eurem Handy dann eine Alarmmeldung bekommt und das Live-Bild auch sehen könnt. Es wird in der App abgespeichert und es wird auf der SD-Karte abgespeichert. Also wenn derjenige dann die Kamera abschlägt und mitnimmt, dann ist zwar die SD-Karte, die Kamera und die Aufnahme weg, aber ihr habt es trotzdem noch bei euch im Handy und derjenige ist dann auch zu sehen. Dann gibt es auf jeden Fall zu sagen, dass es eine WLAN-Überwachungskamera ist. Diese funktioniert also nicht mit einer Karte für das 4G oder 5G-Mobilnetz. Dafür gibt es andere Kameras, aber wir haben uns speziell halt für die WLAN-Variante entschieden, weil sie sowieso ja bei uns hier am Haus befestigt werden soll. Dadurch ist es mit dem WLAN natürlich dann letztendlich auch günstiger, als wenn man dann irgendwie noch eine Prepaid-Karte braucht oder irgendwie was anderes, nur damit das dann auch über das mobile Netz dann halt irgendwie funktioniert. Das brauchen wir bei uns hier ja nicht. Ja, dann gehen wir noch mal ganz kurz hier in die App rein und da zeige ich euch noch mal die Möglichkeiten, die man hier in der App hat. Also sobald man sich eingeloggt hat und wenn man nur ein Gerät hat, dann sieht man also auch nur dieses eine Vorschaubild hier. Da kann ich dann auf den Play-Button in der Mitte klicken und dann verbindet sich die App, also mein Handy, dann auch schon mit dem Live-Bild. Habe ich dann hier auch noch einmal die Möglichkeiten, ein direktes Foto zu schießen. Das ist jetzt in der Galerie. Oder auch manuell eine Aufnahme zu machen, weil ich gerade live sehe, dass da irgendwas passiert. Und dann kann ich das auch aufnehmen. Vielleicht auch nur irgendwelche streitenden Vögel. So, dann gibt es, wie ihr das schon lesen könnt, eine Gegensprechfunktion. Wenn ich diese Gegensprechfunktion gedrückt halte, dann muss ich erstmal erlauben, dass die App Cloud Edge dann auch die Audioaufnahmen machen darf. Und da bestätige ich dann jetzt mal. Dann klicke ich also jetzt nochmal drauf. So, und jetzt wird alles an der Kamera über den Lautsprecher auch ausgegeben. Ey, was machst du da? Geh von meinem Grundstück weg. Dann haben wir unten links einmal hier die Bewegungserkennung. Die kann ich einschalten. Und da habe ich die vorhin erwähnte
Erkennungsempfindlichkeit, die ist auf 6 eingestellt. Das funktioniert ganz gut. Das muss jeder bei sich zu Hause selber gucken und mal ausprobieren. Und dann habe ich hier noch in dem Alarmmodus einmal die Tag- oder Nachterkennung und wie lange die Aufnahmezeit sein soll, der Alarmintervall. Und wenn ich wieder zurückgehe, kann ich hier auch noch den Alarmplan machen und kann einen Zeitraum hinzufügen. Von Montag bis Sonntag kann ich jeden Tag einzeln auswählen und die Start- und Endzeit eingeben. Also wirklich viele Möglichkeiten einzustellen, wann denn nun eigentlich die Bewegungserkennung der Alarm dann auch ausgelöst werden soll. Ja, dann haben wir noch hier das Album, wo dann die gespeicherten Bilder und Videos drin sind. Ja, unter Konto kann ich dann auch noch dem Ganzen einen Namen geben. Das ist Hobbyfamilie in diesem Fall und auch unsere E-Mail-Adresse natürlich, wo man sich drüber registrieren muss. Dann gibt es noch ein Familienmanagement, wo dann auch die Familie beitreten kann. Das heißt, ich kann andere Leute in die App mit reinholen, die dort auch Funktionen haben, nicht die Grundeinstellungsfunktionen nutzen können. Das kann ich nur mit der Haupt-App. Aber dort kann ich zum Beispiel Sabrina, das haben wir gestern auch gemacht, einfach einladen und mit reinnehmen und sie kann dann auch alles kontrollieren und bekommt auch die Alarme, wenn was ist und so weiter. Also wirklich extrem viele Möglichkeiten, wie ich finde, alles einzustellen, wie ich sie haben möchte. Ich kann von überall, wo ich mit meinem Handy auch Empfang habe, in die App reingehen und zu Hause gucken, ob alles in Ordnung ist. Von unserer Seite aus ist die Kamera auf jeden Fall voll zu empfehlen. Absolut. Es gibt einen 10% Gutschein, den ihr hier unten in der Videobeschreibung findet. Wenn ihr also noch 10% sparen wollt, über den Link, der auch unter dem Video in der Beschreibung ist, könnt ihr euch die nochmal genau angucken und durchlesen. Und dort könnt ihr dann im Bestellprozess, auch wenn es eventuell andere Angebote gibt, also wenn ihr da trotzdem noch irgendwelche Ermäßigungen anklicken könnt, gilt unser 10% Gutschein, unser Code trotzdem noch obendrauf. Also ihr könnt, egal was ist, auf jeden Fall 10% mit unserem Code sparen bis Ende des Jahres 2022. Also bis dahin, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne auch noch den Daumen nach oben geben und wer noch nicht abonniert hat, auf jeden Fall abonnieren. Und dann könnt ihr euch hier jetzt nochmal ein paar andere Videos von uns angucken und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und tschüss.